So, moin moin, ihr Flüht, heute liebe Landratten und Rädchen. Oh. Eine Datendisk. Erkunde weiterhin die Galaxis, um diesen Schatz zu entdecken und herauszufinden, für wen er wertvoll ist. Ich habe das Gefühl, wir müssen eine halbe Wirtschaftssimulation am Ende noch belegen. Die ganzen Materialien, die wir brauchen. Darf ich? Drück! Was haben wir denn hier? Maximale Stim-Anzahl erhöht auf 4. Das finde ich gut. Das können wir auch gut gebrauchen. Vorausgesetzt, wir haben nicht immer schon zu früh, bevor wir die Stims einsetzen können. Okay. Die Anlage ist gleich da. Erst müssen wir im Wald an Imperialen und wilden Tieren vorbei. So, da kommen wir her. Hier geht's weiter. Okay. Kluftpassage. Einmal ausruhen, einmal speichern. Kurz umschauen, ob wir hier irgendwas haben zum Einsammeln. Huch. Einmal kurz ins Fußbad nehmen und weiter geht's. Okay. Schneller Kulissenwechsel. Okay, so können wir auch wieder runter im Zweifelsfall. Das Ding scheint defekt zu sein oder wir brauchen noch eine Fähigkeit. Kann den Lift hier nicht benutzen. Funktioniert auch gar nichts, kann das sein? Ja, nicht so gut. Moment. Ja, hier gibt es einen Weg. Irgendwo hier, oder?
Aber warte mal. Der große hier resettet. Den brauche ich jetzt nicht so unbedingt nochmal. Da. Das ist eine der Kammern aus der Zeit der Hohen Republik. Was meinst du, Kumpel? Machen wir einen kleinen Umweg? Ihr bleibt bitte auf, ja? Ich guck mich nur ein bisschen um. Willkommen, Jedi. Santari Kree. Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. Jetzt schnapp dir doch das Seil. Glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist er den Aufwand wert. Über die Zukunft reden. Zwei Jedi diskutieren über das Abyss-Projekt und ob dessen Erfolg die aktuelle Investition in Kobo wert ist. Huch. Ah. Oh, das war ein Hebel. Oh. Santari Kree hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Nein, und bei dieser speziellen Aufgabe scheint sie besonders engagiert zu sein. Krees Ziele? Zwei Jedi der Republik sinnieren über Santari Kree und ihre Ziele. Vor allem ihr Eifer bei dieser Mission scheint sie zu beeindrucken. Okay, wir haben hier oben halt keine komische Batterie, aber hier ist ein Durchgang, sehe ich gerade. Ach, hier sind wir wieder? Ah, okay. Ach komm schon. Na wobei, warte mal. Ich theoretisch in die Ecke werfe.
geklappt zu haben. Ist es jetzt nicht euer Ernst? Och, Leute. Kann ich die ganze Zeit mitschleppen? Oder verbraucht das Kraft? Also hier, Macht. Okay, so geht's auch. Bist du auch ein Defekt oder bist du dauerhaft? Okay, die scheint besser zu funktionieren hier. Was sind das eigentlich für Sachen, die hier drauf liegen? Ich meine, das wird garantiert irgendeinen Grund haben, warum man das hier machen soll. Frage ist, ist das ein Fahrstuhl für uns oder nur für dieses Batterieding? Was denn? Ich bin doch genau... Oh, 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 no. Warte, warte mal. Gehen wir hier auf die Brücke? Ja. Also für mich wirkte das so, als ob das nicht ansatzweise ausreicht, um rüberzukommen. Meine Idee wäre es, hier mit Timing drauf zu springen.
Vergiss es. Nicht ansatzweise weit genug. Und sicher ist eigentlich richtig, dass der Fahrstuhl wieder unten ist? Ne, der ist oben. Oh, warte mal. Ne, das bringt mir auch nichts. Bum, 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 bum. Dann noch mal hier rüber. Alter, wer... Oh, hier ist ein Echo, deswegen, okay. Aber wer baut denn solche Brückenkonstruktionen? Was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. Sackgasse. Ein Padawan versucht, gedanklich ein Rätsel zu lösen und ist kurzzeitig frustriert. Ja. Den Punkt kann ich auch verstehen. Die Frage wäre auch, also selbst wenn ich es darüber schaffe, aber was ist denn da? Also wir landen dann hier, ne? Also ich sehe da nichts, was rund wäre. Ja, man könnte garantiert sicherlich die Wand da hochkraxeln, um dann da rauszukommen. Das sicherlich. Hier scheint auch eine Sackgasse zu sein. Laut Karte. Ja, dahinter ist eine Kiste. Gucken wir doch erstmal, was hier so ist. Ungeduldig. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Zur rechten Zeit. Zwei Jedi-Ritter sprechen über ihren sich abmühenden, kämpfenden Schüler und die Natur des... Natur des was? Des Wachstums, okay. Was ist denn dahinter? Das strahlt ja wie... Als ob da eine Sonne dahinter ist, hinter diesen Wänden. Und nu? Bin ich hier. Noch eine Datendisk. Oh.
Geselligkeit, neuen Bonus erhalten. Okay. Einmal erfolgreich im Kreis gelaufen. Unten geht's weiter. Ja, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon geguckt. Also, wir können hier direkt runter. Oh je. Die Anlage müsste gleich dort hinten sein. Glaubst du, diese Kreatur hat einen festen Schlaf? So, jetzt seid ihr einfach mal mehr Aggro, lieber Vogel, auf den. Schlund, irgendwas, wie das Vieh noch hieß. Sehr schön. Oh. Oh, hi. Warte mal, kann ich das auf sich zurückschleudern? Mach das nochmal. Mach das nochmal. Nö, kann ich nicht. Hilf mir bitte! Ja.
scannen? Gute Arbeit, BD. Gallenschlund, so hießen sie. Gallenschlundbecken. Die Becken sind mit vulkanischem Schlamm gefüllt, der durch Risse tief unter die Oberfläche nach oben sprudelt. Gallenschlunden, die sich oft in diesen Becken ausruhen, werden von der Substanz bedeckt und es bildet sich eine Art zweite schützende Haut. Dies ist den Basaltsäulen, die die Landschaft prägen, sehr ähnlich. Okay. Schade, so Bäume fällen wäre ja auch noch nice gewesen mit dem Lichtschwert, oder? Keine Ahnung, was das ist. Das sieht nicht wirklich sicher aus. Wir es so ein bisschen umlaufen. Geht offensichtlich. Ach du Scheiße. What? Ja, muss öfter mal nach oben gucken. Vielleicht kann uns sie mehr darüber sagen. Okay, Datendisk, aber ohne Daten. Oh oh. Ja, das war auch nicht so das Ziel des Ganzen. Kann ich euch besiegen? Gott. Eher nicht so. Ja, was ist das für ein Weichmetall hier? Meinst du, die Substanz hat irgendwas mit der Anlage zu tun? Obo-Staub. Hochgradig instabile Materie, die nur in diesem Sternsystem der Galaxis vorkommt. Ohne weitere Analyse bleiben die Elemente dieser gasförmigen Substanz ein Mysterium. Auf jeden Fall killt es uns, was nicht so nice ist. Freunde, bedanke mich erstmal fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Hummel, Hummel. Moss, Moss.